Wenn ihr wissen wollt, wie man innerhalb eines Kampfes einem Shiny-Pokémon begegnen kann, dann habt jetzt 4 Minuten Geduld. Um überhaupt mit diesem Guide anfangen zu können, müsst ihr die dritte Insel Ula Ula bereist haben. Sobald das geschehen ist, könnt ihr im Pokémon Center den linken Herren ansprechen und der verkauft euch einen Zitterorb für 300 Poké-Dollar. Nehmt euch ruhig einige davon mit. Bringt außerdem einem eurer Pokémon noch die TM54 Trugschlag bei, wenn ihr das nicht eh schon getan habt. Außerdem braucht ihr noch eine Vielzahl an Eltern oder Yonago-Bären und diese findet ihr zufällig unter den sogenannten Bärenbäumen. Wo sich diese Bäume genau aufhalten, könnt ihr unten in der Videobeschreibung unter Vorbereitungen nachlesen. Jetzt kommen wir auch schon zum wichtigsten Schritt unserer Vorbereitung zum Shiny finden. Farbige. Mein selbsternannter Shiny-Jäger ist auf Route 2 südlich des Hotels in allen hohen Gräsern zu 20% zu finden. Farbigel wird auf seinem Level nur einmal die Möglichkeit haben, Nachahmer einzusetzen und wird daher die erste Attacke kopieren, die er gegen ihn einsetzt. Um ihn besser fangen zu können und ihm gleich seine erste essentielle Attacke beizubringen, setzt Trugschlag ein. Nachdem ihr euer Farbigel mit Trugschlag gefangen habt, trainiert es nun so lange, bis es noch dreimal Nachahmer gelernt hat. Als nächstes würde ich euch ans Herz legen, wenn ihr ihm eine Step-Attacke beibringt, die besonders viele AP hat. Meine Wahl ist auf Kopfnuss gefallen. 15 AP mit einer 100%igen Trefferwahrscheinlichkeit und mit Step-Bonus insgesamt 105 Stärke ist das eine besonders gute Wahl. Was genau Step bedeutet, könnt ihr unten in der Videobeschreibung lesen, unter dem Stichwort Farbigel, der Shiny-Jäger. Ein Pokémon, das Kopfnuss schon auf Level 13 erlernt, ist Kieslip. Dieses befindet sich in der Höhle des Tenkarat-Hügels und ist erst zu betreten, wenn ihr Hala besiegt habt. Außerdem gibt es noch zwei andere Pokémon, die wir unbedingt fangen sollen. Ein Paras, welches sich tagsüber im nördlichen Bereich des Plätscherhügels aufhält. Und für alle Mondspieler kommt von 18 bis 6 Uhr her. Bei uns ist das etwas anderes. Paras wird auf Level 22 Pilzsporo lernen. Eine Attacke, die hundertprozentig dafür sorgt, dass das Pokémon in den Tiefschlaf fällt und damit die Fangrate drastisch erhöht wird. Klingt nach einer sehr guten Attacke für unser Farbigel. Zu guter Letzt wäre es gut, wenn wir uns heilen könnten, ohne Gegenstände zu verbrauchen. Und da bedienen wir uns der Genesung von Sternblut. Dieses finden wir zu 80% am Hanohano-Strand in den Staubwolken. Fangt es aber auf jeden Fall mit Level 21 und drunter, weil es ansonsten nicht mehr Genesung im Moveset hat. Um nun Kopfnuss, Pilzspore und Genesen auf unser Farbigel zu übertragen, gibt es einen ganz einfachen Trick. Kämpft gegen ein anderes Farbigel und setzt Kiesling, Paras und Sterndu ein und lasst Farbigel Nachahmer einsetzen. Logischerweise muss Farbigel erstmal aus der Pilzspore erwachen, die ihr kontinuierlich einsetzt, damit es dann mit Nachahmer dieser auch nachahmen kann. Jetzt tauscht ihr euer aktives Pokémon gegen euer Farbigel aus und setzt Nachahmer ein, nachdem das gegnerische Farbigel die Attacke eingesetzt hat, die es gerade von euch gelernt hat. Nun müsst ihr euch natürlich noch für das Pokémon entscheiden, was ihr in der Shiny-Form haben wollt. Begebt euch dorthin und setzt Farbigel an die erste Position eures Teams. Zu Demonstrationszwecken werde ich das mit einem Raupi machen. Es ist schnell zu besiegen und sieht in Gold einfach Hammer aus. Wenn ihr das Raupi gefunden habt, ist das erste, was ihr tun müsst, ein Zitterorb einzusetzen. Schwächt das Raupi nun so lange mit Trugschlag, bis es Verstärkung ruft. Besiegt ihr das soeben beschworene Raupi, wartet so lange ab oder setzt weiterhin Trugschlag ein, bis ein neues beschworen wird. Mit jedem zu Hilfe geeilten Raupi wird die Chain größer und damit eure Chance auf ein Shiny höher. Bedenkt aber dabei, dass das erste Raupi, was da war, auch irgendwann keine AP mehr hat. Nachdem es ein neues Raupi beschworen hat, solltet ihr nun das alte Raupi besiegen, um auch mal dem neuen Raupi mit vollen AP die Möglichkeit zu geben, nach Hilfe zu schreien. Irgendwann ist es dann auch soweit und euer Shiny steht vor euch. Um es zu fangen, müsst ihr natürlich erstmal das andere Pokémon besiegen, dann Trugschlag einsetzen, bis ein KP übrig ist, dann Pilzspore drauf, um die Fangrate drastisch zu erhöhen und dann habt ihr es schon. Euer Shiny Pokémon. Wollt ihr ein Pokémon vom Typ Geist fangen, werden weder Trugschlag noch Kopfnuss funktionieren. Für den Fall empfiehlt sich der Angriff Überflutung, der das gegnerische Pokémon zum Typ Wasser macht. Fangt für den Fall ein Anton, das ihr ebenfalls beim Plätscherhügel fangen könnt, wo ihr auch Paras schon gefunden habt und trainiert es bis Level 31. Kämpft ihr nun gegen ein Geist-Pokémon, macht es Sinn, zuerst Überflutung einzusetzen und es dann nur noch mit Trugschlag anzugreifen. Den anderen Pokémon solltet ihr natürlich mit einer anderen Attacke begegnen als einem Normaltyp, wie Kopfnuss. Lasst euch was einfallen. Zusätzlich könnt ihr die Chance um 300% erhöhen, ein Shiny zu begegnen, wenn ihr den Schiller-Pin im Inventar habt. Wenn dem so ist, geht ihr einfach zum Dimensionsforschungsinstitut, dann in den zweiten Stock und geht dann in das Büro vom Game Freak-Direktor. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben hinterlassen oder ein Abo, falls ihr das nicht eh schon getan habt. Über Kommentare freue ich mich natürlich auch und beantworte diese so schnell es geht, vor allem, wenn es noch um ungeklärte Fragen geht. Wenn ihr nur noch wissen wollt, wie man Fleiß.SOS-Training betreibt oder wissen wollt, wie man Pokémon oder andere 3DS-Spiele auf dem Computer spielen wollt oder mir einfach nur beim Pokémon Mond Let's Play auf dem Computer zusehen wollt, dann klickt einfach eins von diesen Videos an. Und solange ihr euch noch nicht entscheiden könnt, lasse ich ein paar Outtakes laufen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Euer David. Dieses können wir zu 80% in den Staubstrudeln? Staubwolken. Dieses können wir... Mann! Außerdem benötigt ihr noch eine Vielzahl an Eltern oder Yonago-Bären, die ihr unter den zufälligen... Mann. Allen hohen Gräsern zu 20% zu finden. Oh mein Gott! Das war lang. Und setzt Kiesling, Sterndu, fuck. Kämpft gegen ein anderes Farbigel und setzt... Kämpft gegen ein anderes...
Mann! Kämpft gegen ein anderes Farbigel. Kämpft gegen ein anderes Farbigel und setzt. Kämpft gegen ein anderes Farbigel und setzt Kiesling, Paras oder Kieslinge. Fuck! Kämpft gegen ein anderes. Schon 10 Minuten! Mann! Scheiße! Begebt euch dorthin und setzt euer Farbigel an die erste Stelle eures Teams. Das habe ich schon mal gesagt. Nachdem es ein neues Raupi beschworen hat, solltet ihr dieses besiegen, um nun dem neuen Raupi mit vollem AP die Möglichkeit zu geben, auch mal nach Hilfe zu schreien. Alter Verwalter, was ist das denn für ein scheiß Text? Mann! Ich mach's mir aber auch extra schwer. Dimensionsforschungsinstitut. Mann! Wenn dem so ist, geht hier einfach zum Dimensionsforschungsinstitut, geht dann in den zweiten Stock und dort wartet auch schon der Direktor, der von... Fuck! Wenn dem so ist, geht hier einfach... Wenn dem so ist, geht hier einfach... Mann! Das kann doch nicht wahr sein! Letzter Satz! Dann in den zweiten Stock und geht dann in das Büro vom Game Freak Direktor. Alter, das hat viel zu lange...